Am I beautiful yet? Warte. Hallo und herzlich willkommen zu Couch Talks Nummer 3. Nummer 2 seit du im Proximurlaub bist. Ja. Und wir sind. Fangen wir mal anders an. Ich bin Vivo Erschäden und das ist. Lagata. Die kennt man noch. Ja, glaube ich. Ganz sicher. Nein. Ich war mal im Fernsehen. Ja, so schaust du aus. Exakt so schaust du aus. Ich, ja. Ja, wir machen heute die Couch Talks, in der nicht ganz so viel getalkt wird wie mit dem lieben Prox. Aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, auf die wir hinweisen wollen. Also vor allem, auf die ich hinweisen will. Und zwar, ab jetzt gibt's jede Woche in Couch Talks einen Straw Poll. Das heißt, es gibt, wer Straw Poll nicht kennt, der Link davon ist... So, wer Straw Poll nicht kennt, der Link dafür befindet sich erstens in der Videobeschreibung unten und zweitens wahrscheinlich hier irgendwo im Video. In einem Link. Ja, in seinem lustigen, durchsichtigen Kasten. Und dieser Link führt euch zur Seite Strawpoll. Strawpoll ist eine Seite, wo man abstimmen kann, wo die IP-Adresse eingelesen wird, wo man dann bestimmte Sachen, Abstimmungen erstellen kann oder eben bei Abstimmungen mitmachen kann. Hab schon abgestimmt. Und die zwei Abstimmungen, die momentan laufen, sind insofern interessant, weil ich gehe nochmal auf den Grundpunkt zurück, warum ich die Abstimmungen mache. Einmal pro Woche wird es ab jetzt eine Abstimmung geben, die wird im Couch Talks angekündigt und im nächsten Couch Talks wird dann drüber geredet und dementsprechend weitergemacht, weil nämlich Straw Polls dafür da sein werden, damit ihr aktiver den Kanal mitgestalten könnt, wenn ihr das wollt. Dementsprechend, jetzt gerade laufen zwei Abstimmungen. Einmal, wollt ihr längere Until Dawn Episoden oder sind die Längen, die jetzt gerade herrschen, für euch absolut okay? Die sind eh irgendwie jetzt schon in Couchnoobs Überlänge, dementsprechend weiß ich es nicht so genau, aber Until Dawn kann ja ruhig ein bisschen länger sein, nehme ich an, weil es ja doch sehr story-driven ist. Und die Leute das fressen wie warme Semmeln. Tun sie das? Ja, ich auch. Gut, warme Semmeln sind gut. Richtig. Aber unter anderem gibt es dann auch noch eine zweite Abstimmung, wo es Multiple Choice heißt. Das heißt, ihr dürft auch mehr als eine Antwort auswählen. Und zwar, was schaut ihr auf unserem Kanal gerne? Da sind dann alle Formate dabei wie Gastnoobs, das sind die Sachen, wo dann der Vulkert oder Dida oder die Debbie da sitzt. Dida? Ja, du bist schon so integriert, du bist jetzt Dida. Ja. Das hat man von Freundschaft, wirklich. Ja. Dida. Genau. Ja, was ist der da? Und das da, und der da, und Dida, und das, was ich auf dem Kopf hab. So. Ja, bitte. Also, da ist Gastnoobs dabei, da ist das normale Couchnoobs dabei, da ist die Montags-Vlogs dabei. Das hier. Und da ist natürlich auch Crazy Donnerstags Geschissel dabei. Da könnt ihr auch alle vier auswählen, wenn ihr regelmäßig alles schaut. Ihr könnt aber auch nur das auswählen, was ihr besonders gerne schaut. Das ist einfach nur für uns, um mal herauszufinden, was kommt bei euch besonders gut an, was wollt ihr wo könnt man vielleicht ein bisschen mehr machen davon. Möglicherweise, man weiß es nicht. Aber das wird uns auf jeden Fall interessieren. Wir werden dann auch über das Ergebnis dann im nächsten Vlog sprechen, also nächsten Montag, und dann dementsprechend auch gleich einmal drüber reden, was wir daraus gelernt haben und was sich daraus ergeben wird. So viel zu den Sachen. Zum nächsten. Ich bin sehr positiv überrascht, wie sich das mit den Kommentaren auf dem Kanal entwickelt hat. Wir haben eine der... Also ich habe jetzt ein paar andere Kanäle mal im Blick gehabt, die auch ein bisschen kleiner sind und teilweise halt einfach größer als unserer. Und habe mir da so mal die Zuschauerinteraktionen ein bisschen angeschaut. Und ihr seid awesome. Weil bei uns gibt's täglich 10 bis 12 Kommentare und das ist geil, ja. Das ist einfach urgenial. Ich meine, die Hälfte davon ist meistens dann von uns, weil wir euch auch antworten. Aber
5 ja, aber bis ganz 6 ehrlich, Kommentare wenn man mal pro Tag eine sind awesome. Antwort kriegt, ist das bombastisch. Ja. Weil das ist auch. Die kriegen sie tatsächlich in schriftlicher und in Videoform. Ja. Gut, dass ich wieder auf den Tisch schaue. Super. So. Ich wollte nur nochmal danke sagen, das ist super, wie geil das funktioniert, weil ihr seid so mit Abstand, oh, da komme ich nämlich auf den nächsten Punkt nämlich auch noch zurück, ihr seid nämlich mit Abstand auch die heißeste Kanal-Community, was die Abstimmung für den Let's Play des Monats angeht, weil wir nämlich, wir haben natürlich leider nicht gewonnen, weil wir gegen Kanäle angetreten sind mit 1600 und 2800 Abonnenten. Willst du aber was Witziges hören? Bitte. Gewonnen hat mit 2 Stimmen mehr als wir der Kanal mit 160 Abonnenten und die anderen waren unter uns. Alter. Die mit vielen tausenden Abos. Entschuldigung, weil die aber alle, das hat einen Applaus verdient. Weil die, ja, aber an die Zuschauer. Also. Und nicht an uns tatsächlich. Ich habe kommentiert. Ja, das ist euer aller Applaus jetzt. Weil, vielen, vielen Dank, das ist einfach awesome, weil keine Community ist so geil wie unsere. Egal wie klein. Die Community ist, sie wird ja größer, sie wird wöchentlich momentan größer. Es geht nicht um die Größe. Sie wird wöchentlich momentan größer. Die hat Qualität und das ist super. Und die wir jetzt haben, ist einfach die awesomeste auf der ganzen Welt. So, was kann man noch sagen? Wir haben heute, ihr könnt in Zukunft auch damit rechnen, dass der ein oder andere, wenn ihr euch jetzt schon die ersten 2 Folgen vom Jubiläum-Special angeschaut habt, dann werdet ihr sicher gesehen haben, oh, der Jaden und der Brox quasseln, machen ein bisschen Selbstbeweihräucherung, kotzen sich ein bisschen über die Kollegen aus, die nix hackeln, zu Recht. Yeah. Aber, was ihr noch nicht wisst, es wird nicht nur den Jaden und den Brox in diesem Format geben. Nein, in den nächsten weiteren 7 Wochen, wo dieses Format läuft, gibt's auch noch andere Leute, die so ein bisschen teilgehabt haben an all dem lustigen Zeug dieses Jahr. Und so ein bisschen auch von draußen nach innen immer schauen dürfen. Ja. Und dementsprechend zum Beispiel hier. Ja. Eine weitere Sache, die ich mir auch schon überlegt habe, ich bin gerade schwer am Überlegen, weil ich irgendwie richtig Bock habe, mir endlich ein Couchnoobs-T-Shirt zu machen. Ja, und im Zuge dessen habe ich mir so gedacht, ja, unsere Community ist awesome und es gibt so viele Leute, die kommentieren und man könnte vielleicht hin und wieder mal unter den ganzen Kommentierenden regelmäßig mal ein tolles Couchnoobs-T-Shirt verlosen. Das wäre wirklich nicht schlecht, weil sie haben es verdient. Erst einmal das und zweitens, wenn ich mir schon ein T-Shirt machen lasse, ich meine, wenn das Design dann erstmal fertig ist und wenn das dann erst einmal gemacht ist, dann bestelle ich eh gleich mehr als eines, weil... Ich bin plus eins. Ja, du, der Brox und sicherlich noch ein paar andere Leute. Dann habe ich wenigstens ein Weihnachtsgeschenk für die Familie. Familie! Die werden sich aber freuen. Ja. Jetzt belästigst du uns zu Weihnachten auch. Ja, meine Familie schaut. Nein, ich wollte Schwager sagen, dabei ist das gar nicht mein Schwager, der Verlobte von meiner Cousine. Das ist nicht mein Schwager, aber ich sehe ihn wie einen Schwager. Ja, zweiten Grades. Ja, egal. Ja. Schöne Grüße an euch übrigens, ich weiß, ihr schaut's regelmäßig tatsächlich, weil ich weiß auch nicht, warum euch das so gut gefällt, aber ich find's gut. Ja, die Vlogs sind super. Aber die sind gerade im Umziehen und haben gerade Stress mit dem Umzug. Mit der ersten großen eigenen Wohnung und da wird gerade gebaut. Deshalb 2 Daumen hoch und ich hoffe, ihr habt es relativ ruhig und gemütlich jetzt gerade in dem Moment, wo ihr das schaut. Ja. Das ist die eine Sekunde, wo sie sich hinsetzen und sich denken, oh ja, jetzt Ruhe und dann sowas. Genau. Außerdem, wir haben ja vor Ewigkeiten mal gesagt, wir werden Livestreams machen, aber dann ist irgendwie viel Stress gewesen und dann war der Brox im Urlaub und jetzt kommt dann die Game City, was dann übrigens auch schon der nächste Punkt sein wird. Und zwar, die Livestream-Geschichte ist noch nicht aus der Welt. Nicht? Wir haben zwar gesagt, wir machen das mit dem ersten Jubiläumsteil, machen wir dann Livestream und zeigen gleich alle Teile auf einmal, die sind nur noch nicht alle geschnitten, deshalb können wir auch nicht alle zeigen. Es war ein bisschen mehr Arbeit, als wir dachten. Aber wir haben auch gesagt, wir machen auf jeden Fall ein Treffen auf der Game City. Das wird es auf jeden Fall geben. Das ist halt leider noch nicht auf Facebook geplant und die Leute sind noch nicht eingeladen, weil es noch kein Event dafür gibt. Aber das wird demnächst auch noch gemacht, versprochen. Wow. Am
zweiten Tag der Game City wahrscheinlich. Ich würde jetzt gerne von euch übrigens wissen. Ich meine, wir sind jetzt da, weil ich weiß, von euch sind ein paar Leute Cosplayer, von euch sind ein paar Leute, die dann auch auf der Cosplay-Parade wahrscheinlich dabei sind und dementsprechend nicht immer die ganze Zeit da sind. Und am Samstag ist ja, glaube ich, auch der Tag, wo die Cosplay-Parade wirklich abgeht dort. Mit Bühnenshow und allem drum und dran. Jetzt wollte ich von euch allen in den Kommentaren, also nicht nur die Cosplayer, auch die ganzen anderen Leute, die auf die Game City gehen, wissen, wann wäre euch ein Treffen am liebsten? Freitag wird für uns halt schwierig, weil Freitag ist halt für, also der erste Tag ist für uns halt schwierig, weil der erste Tag ist der, wo wir uns mal versuchen zu orientieren im Neuen, weil die haben ja jetzt umgebaut dieses Jahr. Okay. Jetzt ja auf der anderen Seite, nicht mehr hinten, sondern vorne. Yay, die Gamer dürfen auch vorm Rathaus sein. Zwei Daumen hoch, Leibern. Wow. Außerdem bin ich wahrscheinlich den ersten Tag damit beschäftigt, mich von Securities von dem VR-Headset wegziehen zu lassen. Ja. Dementsprechend. Wann wär's euch denn am liebsten, wenn wir das machen? Soll man es am zweiten Tag am Nachmittag Abend so machen, kurz bevor zu ist? Soll man es lieber zum Mittag am zweiten Tag machen? Oder soll man es allgemein an einem Sonntag dann machen, wo wir sagen, okay, wir kommen alle am Sonntag nochmal hin und chillen uns dort alle dann zum Mittag am Sonntag hin, weil am Sonntag ist dann eh so der Wrap-Up-Tag, wo nicht mehr viel so zum Tun ist. Ja. Ist wahrscheinlich für alle am besten. Schreibt es bitte in die Kommentare, sagt uns Bescheid. Wahrscheinlich. Bei all den Vorschlägen, die ich dann von euch bekomme und die ich im Kopf habe, werden wir dann nächste Woche als nächsten Straw Poll wahrscheinlich einen Game City Straw Poll machen. Wobei, ich überlege gerade, mache ich den gleich? Nein, ja, ich warte erst einmal auf die Vorschläge. Ich warte mal auf die Vorschläge, die kommen, was die Zeitpunkte angeht. Und ja, dann. Aber dann suchst du die Vorschläge einfach raus, machst vier davon und die Leute können dann abstimmen. Ich kann auch fünf oder sechs machen. Ja, je nachdem, wie viele Vorschläge kommen. Ja, das sowieso. Aber dann das reden wir dann nächste Woche. Ja, und das mit dem Livestream, was ich auch noch angesprochen habe und nicht zu Ende gebracht habe, wegen der Game City zwischendurch, ist folgendes, wir werden wahrscheinlich den Livestream dann mit der Endepisode von dem High-End-Jubiläumsding machen. Oh. Noch einmal einen großen Ciao-Baba High-End-Stream. Ich arbeite auch gerade schon an so ein bisschen einem Schniff-Schniff-Ciao-Baba-High-End-Video. Da sind ein paar Perlen dabei, muss ich sagen. Ja. Aber das alles und noch viel mehr gibt's dann im nächsten Vlog. Und wir verabschieden uns schon einmal und geben jetzt das Mikrofon rüber zum Brock sozusagen, ja, der gerade am Strand liegt und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Ja. Dieser Pisser. Ja. Und der Danke. Wird kurz mal Hallihallo sagen und dann ist auch wieder gut für heute. Also. Das nächste Mal bei Couch Talks gibt's wieder Couch Talks. Das nächste Mal nicht mit der da. Ja, wieder. Ja, nicht mit wieder, mir. Sondern mit wem oder was anderem. Mal schauen. Hoho. Ho. Wer weiß, vielleicht sitze ich da an für Selbstgespräche. Das ist auch okay. Tja, ja. Das nächste Mal was anderes. Ciao. Ciao. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Strandnoobs. Heute mit mir, dem Prox. Heute leider eine Solo-Ausgabe von Strandnoobs. Ich habe mich heute im Bodyboarden probiert. Eine halbe Stunde lang bin 150 Meter am Strand abgetrieben worden. Ja, das war's. Es ist super schön, das Wetter ist geil, der Wind ist steif. Und es ist ultra heiß. Und ich wünsche euch alles Schöne im Sonnigen, im Regnerischen, im Kalten, im Heißen, wie auch immer das Wetter gerade bei euch ist, weil ich schaue mir sehr eher an. Im Heißen, Kalten, Regnerischen, Verwindeten, was auch immer Wien. Lang dauert es nicht mehr, dann komme ich zurück, aber ich werde jetzt noch ein bisschen America genießen und habe hier ein kleines Beispiel für euch für America! Fuck yeah! Ja, noch ein bisschen Beach. Nicht mal auf dem Beach ist man, nicht mal am Strand ist man vor Werbung sicher. Ziemlich geil.